Hallihallo, Hallöchen. Zum nächsten Mal. Zum nächsten Mal? Wie kriege ich jetzt diese Steine weg? Ach, guck mal, die brauche ich doch hier nicht. Die nicht Augen. So. Ich mach so böse an. Hallo, mal. Tine. Wie geht es dir? Hallöchen. Popöchen. Hat er nicht gesagt, oder? Doch, ich... Hallo? Aber es ist auch gut, dass wir heute streamen. Weil dann brauchst du mir diese Hartz-IV-Doku auf RTL 2 nicht reinziehen. Das ist ja gut. Warte mal kurz. Ja, warte mal kurz, ich bin... Grade, war da nicht noch ein zweites Ding in der Ecke? Zweites ja, doch, war. Auch hier ganz irgendwo in der Nähe. Aber hast du da Lust, wieder alles runterzubauen? Lust ist jetzt vielleicht der falsche Begriff dafür. Können wir vielleicht irgendwann mal später nochmal in Angriff nehmen, sage ich jetzt mal. Weil sind wir mal ganz... Sind wir mal ganz ehrlich. Wirklich ertragreich war sie nicht. Das stimmt. Also da ist Kloppen auf dem, hier auf den Felsen immer noch besser. Oh, das erste Feuer haben sie unten aber auch schon kaputt gekriegt. Ja, also du brauchst ja... Es lohnt sich nicht. Also ich gehe nach Hause. Ich gehe mir jetzt da unten noch die zwei Draugerkrallen. Oh shit. Ja, ein bisschen Platz habe ich ja noch. Ich folge dir. Ins Ungewisse. Ja, das Schlimme ist, dass wir keinen Gifttrank mit haben, ne? Also das ist halt... Ach, hier die Ecke war das. Ja. Müssen wir ja jetzt durch den Sumpf, ne? Ja. Ich will nur die Innereien haben. Da sind Skelette. Hallo. Da waren Skelette. Doch mal, hier ist noch ein Skelett gewesen. So. Da war die Krypta, ne? Richtig. Das heißt, wir müssen hier irgendwo gleich mal rüber, weil wir müssen auf die andere Insel. Ja, aber wie war das hier nochmal? Komet. Ich hau mir erst so einen Schlangeneintopf rein und links, dann habe ich genug Stamina, dann kann ich da rüber schwimmen. Ja, hatte ich ja vor. Aber irgendeiner hat ja die Kiste leer gemacht. Sonst hätte ich mir... Ja, komm doch selber, hier ist der Weg kürzer. Nein, der Weg ist der gleiche, ob du ihn läufst oder ich? Nein, der Weg zur anderen Insel ist hier kürzer. So. Sehe ich noch nicht mal mehr. Ach, da bist du. Er ist ja unfassbar. Ja. So, pass auf. Hier hast du Schlangeneintopf. Würstchen. Musst du es auch nehmen. Ja, tu es doch. Ich muss nur das Fell wegschmeißen. Das ist sehr gut. Schlangeneintopf. Wobei, ich wollte die gar nicht dafür nutzen. Ne? Das ist halt... Ja, ist ja jetzt egal. Jetzt ist das Kind umgefallen. Ja. Habibi und Jebi. Hinter dir ist ein Schlundegel. Ja, ist mir doch egal. Ich wollte es nur gesagt. Wann kann ich mir behaupten, dass ich so einen langen Schwanz habe? Guckt's euch an. Aber eins muss man ihm lassen, er zieht durch. Ja, logisch. Schwimmen, 7. Sehr schön. Ertrinken, 13. Oh Gott sei Dank, ey. Feier mal Arsch, jetzt schwimmt der wieder. Hier ist aber nur noch ein kleines Stück hier. Ist er nicht vergiftet? Ja, ist nicht schlimm. Ich habe genug HP. So, jetzt müssten wir eigentlich...
müssen nachher nur noch rüber über unsere komische... Da, da müssten wir hin, dass wir da rüber schwimmen können. Alter! Sag mal, geht's dir noch ganz sauber? Mit dem ich ja traube? Da müssten noch eine Menge Sudlingkerne rumliegen. Ja, die wollte ich jetzt sowieso einsammeln, weil ich ja sowieso ein paar in der Tasche habe. Okay. So. Kann ich die nicht aufsammeln? Komm, ein Harz weg. Vorsicht, du hast da ein Skelett. Faustkampf. Oh, Schleim. Ich hab den Baum gut gehauen. Meine Aufgabe, ne? Du trägst zu viel. Wir müssen so langsam mal. Da müssen wir hin, da runter. Da müssen wir hin. Oh, das hört sich ja so genial an, ne? Wenn hier alles so... Oh ja. So, wo gehen wir denn jetzt lang? Da gehen wir lang, offensichtlich. Stimme ich hier. Jetzt laufe ich wieder. So, dann müssten wir eigentlich gleich auf der anderen Seite sein. Da steht noch ein Skelett. Achtung, Schlundigel. Okay. Ich versuche dich erstmal überhaupt wiederzufinden. Du rennst da vorne, okay. Da kommt ein Skelett von rechts. Lass es kommen. Ja, es kommt. So, da war ein Skelett. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Sag doch nicht, die Schäle köpft zu mir. Das sag ich doch gar nicht. Müssen wir jetzt hier unsere komische Brücke haben, oder? Ja, hier sind noch zwei Drauger. Ja, hallo. Hallo. Klopf doch mal an. Hab ich doch schon. Ich weiß gar nicht, was du für einen Stress mit denen hast. Ich bin doch schon tot. So. Ich muss irgendwann... Oh, muss in die Richtung sein, oder? Na, ich werfe das Kernholz weg. Da vorne. Ja, siehst du, dann haben wir das nämlich auch schon. Wir kommen unserem Haus immer näher. Ja. Ah, das war auch eine geile Aktion, die Brücke hier zu bauen, ne? Ja, vollkommen sinnlos, aber hey. Sinnlos würde ich jetzt so nicht sagen. Also jetzt im Moment ist sie recht praktisch, ja. Abgesehen von dieser dämlichen Werkbank da oben drauf. Die hat uns sehr gute Dienste gebracht. Wenn ich so überlege, was wir da in der Anfangszeit gestorben sind. Oh ja. Oh ja. Ist er geflogen. Ins Wasser. Aber wie? Oh ja, ja. Guck mal, und die Insel ist immer noch leer. Da hat irgendein Bekloppter, hat die damals komplett weggerodet. Wer das wohl war? Hier ist ja nichts. Gar. Doch, da sind Stümpfe, das stört mich gerade. Die muss ich auch noch wegmachen. So, die nächsten 4 Stunden beschäftigen uns damit, die Baumstümpfe aus dem Boden zu holen. So, jetzt müssen wir da einfach nur rüber auf die andere Seite. Er ignoriert es einfach. Ja, man tu dir keinen Zwang an, wenn du also, ne? Blöde Frage, brauchen wir noch Holz? Da liegt so viel, ne? Da müsste eigentlich auch ein Portal drin sein. Ist noch ein Portal drin? Hatten wir das nicht verschoben? Kann sein, oben in den Dings da oben. Ja, das hatten wir verschoben, ich wollte doch sagen. Oh, guck mal, hier sind noch Steine in der was hier noch alles ist? Ja, ich bin aber, ich kann nichts tragen, ich bin randvoll. Ist sogar noch so ein fucking Kern für so einen fucking Uralten. Hey Schwänze, da sind Schwänze! Was kann ich denn wegwerfen? Ich hab Harz weggeworfen. Ja, ich werf Augen weg. Ja, Augen und Harz und so ist ja alles das gleiche. Aber die Schwänze kann ich zum Kochen gebrauchen. Schwänze willst du mitnehmen, dann nehme ich auch Schwänze mit. Ja. Wenn sie hier schon mal rumschwimmen oder rumgeiern, eiern, nee, die gammeln. Waren hier noch in der
Ja, nimm sie mit, nimm sie mit. So. Wir müssen hier mal ein Portal noch hinbauen. Wir könnten es Krüppel nennen. Könnten diese Insel auch komplett vernichten hier. Haben wir das nicht schon? Nein, guck dir mal an, was hier noch an Baumstümpfen drauf ist. Die müssen alle noch weg. Ja, mach. Tu dir keinen Zwang an. Nein. Ich finde das auch herrlich, dass du einfach noch da hinten rumscheierst. Ja. Ich habe in die Kisten geguckt. Ah, hier steht auch noch eine Bude von uns. Wo steht hier denn auf dem erkundeten Bereich keine Bude von uns? Ja, das ist ja. Hier steht auch noch ein Grill von uns. Hier stehen noch zwei Betten. Hier steht auch eine Werkbank. Ah, scheiße. Wir müssen irgendwann mal, müssen wir mal so eine Erkundungstour machen, wo was auf der Insel noch rumsteht. Eieieiei. Ja, sie haben es doch fast geschafft. Guck mal, hier steht auch noch jede Menge Stein rum. Auf welcher Insel sind wir jetzt eigentlich? Sind wir auf der richtigen schon? Ja, wir müssen gleich nur noch den einen Fluss überqueren und dann... Ja. Dann sagten die Römer auch, auf der anderen Seite war es Ruhrgebiet, hatten sie keinen Bock mehr. Haben sich nicht getraut. Ach ja. Mann, du und die Schiff-Taste, ne? Ja, die, wir sind beste Freunde. Feinde heißt das Ding. Ach, guck mal, da liegt auch noch jede Menge Stein. Da, links da. Könnte ja. Man auch mal irgendwann mal abrohen. Sogar Kupfer. Ja, jede Menge. Ja. Ist ja Wahnsinn. So. Also liebe Eltern, wenn ihr mit euren Kindern in die Natur gehen wollt, ne, kauft euch dieses Spiel und setzt eure Kinder vor den PC. Die werden auch nicht krank. Die kriegen auch keine frische Luft. Könnte ja tödlich sein. Hör mir auf mit frischer Luft. Gerade als es angefangen hat zu regnen, roch das so, als wäre unsere Klärgrube übergelaufen, ey. Alter Schwede. Ja, lecker. Aber so richtig. Ja, lecker. Kennst du diesen Bierschiss, der noch so eine gewisse Schärfe dahinter... Der will doch keine... Oh, hör doch auf. So riecht die ganze Bude, weil wir natürlich Fenster offen hatten, weil kommt ja mal ein bisschen Kühle rein. Was? Es kommen Kühe rein? Ja, es kommen Kühe rein. In der zweiten Etage. Also. Und du wunderst dich, dass es so stinkt. Ja gut, denk mal drüber nach. Ja. So, das Thema hätten wir dann auch schon wieder abgehakt. Kühe hatten wir hier nie. Sicher. Pferde und Hühner. Oh, Hühner sind so Drecksviecher. Ja, deswegen wurden die auch in den Keller eingesperrt. Wer sperrt den Hühner in den Keller ein? Keine Ahnung, mein Uropa. Also. Da ist der Händler, das ist, guck mal. Ich sag ja, alte Postkutschenstation, da geht sowas schon mal. Das sind Disteln. Ja, die nehme ich doch direkt mal mit hier. Disteln sind immer gut. Brauchen wir eigentlich noch irgendwas vom Händler? Ich wüsste nicht was. Also immer. Wir könnten uns wirklich die Weihnachtsmützen holen. So langsam. Das würde diesen Trollstatus nochmal bestätigen, den wir haben. Da lacht selbst er drüber. Ich habe 45 Gold dabei, das reicht aber nicht. Vielleicht irgendwann mal Angelköder. Aber alles andere. Oder da die Jimmierfleisch. Damit kannst du ja den Eisenhammer da machen. Da war ja mal was. Ja. Aber im Moment ist der Händler belanglos. Ja, da soll ja noch ein Update kommen. Ist halt die Frage, wann. Am besten in der Zeit, wo ich im Urlaub bin. Nee, unwahrscheinlich. Die Jungs sind ein bisschen...
mit dem Erfolg überfordert. Ja, verständlich. Verständlich. Ja. So, ich geh mal das Eisen in die Schmelze werfen. So, ich dachte in die Pfanne hauen. Ja, ja. Ich gehe das Eisen in die Pfanne hauen. Dann wird es dunkel, dann schaue ich wieder Boot. Und dann gehe ich auf Schlangenjagd. Vielleicht muss ich jetzt auch mein ganzes Eisen da reinschmeißen. Ist halt die Frage, ne? Was hattest du jetzt vor? Also ich habe dir meinen Vorschlag unterbreitet. Du, ich hatte gar keinen Plan, also... Hauptsache überleben, ne? Hauptsache überleben. Ja, hat ja schon dreimal so richtig gut geklappt. Ja. Und dabei haben wir gerade mal eine halbe Stunde gestreamt, also das ist ja... Also alle 10 Minuten sterben, ist schon... Ja. Ich meine, gut, wir haben auch nur 2 Minuten gebraucht, bis es anzüglich wurde, ne? Keine 2 Minuten. Ich hab doch nicht genau auf die Uhr geguckt. Hättest du nicht. Nee, hättest du mir besser getan. Ja, und Schwarzmetallschrott, habe ich auch noch einen. Ja, jemand anders benutzt das. Ja, ich bin halt Eisen da, wollte ich erstmal da reindrücken. Damit ich mal hier ein bisschen Platz kriege. Ey, ich muss ja auch noch sortieren. Ja, ja, ich habe noch uralte Samen. Alter. Ja, die Chat, hatte ich die in der Kittasche. Und ich habe hier so, pass auf, ich habe hier noch was für dich. Ich weiß nicht, was man damit macht. Ich keine Ahnung. Schleimbombe. Ich weiß nicht, wofür die gut ist. Man bombardiert den Schleim. Damit? Ich habe jetzt gedacht, dass du damit hier so die kleinen, wie heißen die komischen Viecher da? Keine Ahnung, was man damit macht. Ich weiß nur, Deskitos kann man nicht zähmen. Doch, kann. Du kannst das. Doch, kannst du. Nein. Das war ein Fake. C'est un fake. Auf Französisch. Ich geh Würstchen machen. Ich sortiere heute mal selber. Wow. Ja. Jetzt mal sehen. Ich pack die Schlangensuppe mal wieder weg, ne? Ist dir eigentlich aufgefallen, dass ich das mal hier sortiert habe? Unten ist Fleisch und so ein Zeug. Genau, oben, genau. Organische, also hier vegane Truhe und ganz oben ist Dings. Genau. Sag mal, wolltest du mitkommen? Wohin? Schlange jagen. Ja, dann lass mich mal eben ein paar Sachen beiseite legen. Zum Beispiel den Sumpfschlüssel. Nicht, dass wir nicht genug noch hier hätten, aber... die Pfeile kann ich behalten. Weil mittlerweile habe ich ja eine Technik entwickelt. Ich ziehe sie gar nicht mehr an Land. Die wird auf dem Wasser platt gemacht. Okay. Ja. Ich fahre und guck mir deine Technik an. Alter, was ist denn da für eine Gewerkschaftsversammlung? Wo? Wo? Bei uns an der Treppe. Vier Stück auf einmal. Standen hier auf der Treppe und guckten sich die Schlange an. Ernsthaft, die kann man nicht zähmen? Nein, die kann man nicht zähmen. Aber Wölfe, die kann man zähmen, oder wie? Wölfe kannst du. Ja, das ist doch. Ist mir egal, ich gehe jetzt Schlangen jagen. Ja, gib mir eine Sekunde, damit ich hier meinen Haufen machen kann. Er macht Häufchen. Habt ihr gehört, Chat? Er macht Häufchen. Ah, guck mal, da steht ein Troll. Ach, das ist doch nicht dein Ernst, ey. Wo? Ich höre ihn, ich sehe. Oh. Entweder Troll oder Schlange, kannst du jetzt aussuchen. Ich würde ja eher sagen Troll, ne, bevor da hier alles. Sag mal. Greift er unser Ge.
Oh, oh. Eventuell greift er hier an, weil er von mir auf die Fresse kriegt. Und das nicht geil findet. Sag mal. Würdest du bitte hier runterbleiben? Unsere Burg! Wir brauchen da um. Alter, bist du geflogen. Und direkt nochmal. Knie nieder! Was ist denn hier verkehrt mit euch? Ich glaube, wir brauchen hier eine Mauer. Ja. Definitiv. Alter. Ist ja gerade. Sag mal, haben wir ja irgendwo. Vollkommen wild. Sag mal, haben wir irgendwas verpasst? Da war dieses eine Update. Ja, ein schönes Update, gefällt mir. Aber sollen sie doch mal was Gescheites rausbringen. Also es gab dieses eine Update, bei dem sie quasi die Viecher alle aggressiver gemacht haben und auch mehr gegen Strukturen, wenn sie keine also keinen Gegner finden. Ist halt ein bisschen nervig. Manchmal. Geht ja gar nicht hier. Ich werf einfach alles hier hin, ne? Das ist. Mhm. Sammelbecken. Ach, du bist da unten? Ja, ich komme auch jetzt. Ja, ich bin schon im Boot. Schlange seht ihr dann in der nächsten Folge. Genau, bis zum nächsten Mal.